Ankommenden auf die Begrüßung verzichten. Schönen guten Morgen zur FrostCon im Allgemeinen und zum Vortrag über Linux im Besonderen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe scherzeshalber mal gesagt, ich möchte einen Termin, wo möglichst viele Leute kommen. War dann etwas erstaunt, dass man mich hier Samstagmorgens um 10 Uhr hingestellt hat, aber wie man sieht, war das ja keine schlechte Entscheidung. Man wollte mich also nicht ärgern. Der Vortrag heute geht über das Linux-Projekt. Für alle, die es nicht wissen, das ist die Migration der Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt München auf Linux. Daher dieser lustige Name, Li für Linux und Mux für München halt. Und ich möchte gerne ein paar Dinge zum Projekt, dem Status und seiner Einordnung in Open-Source-Projekte allgemein darlegen im Verlaufe des heutigen Vortrages. Wenn Fragen zwischendurch sein sollten, bitte immer zwischendurch fragen. Die Frage Minute am Ende ist zwar auch gut, aber der eine oder andere vergisst dann halt einfach, was er fragen wollte. Also ruhig zwischendurch immer lustig fragen, ne? So wie man das im Hörsaal macht. Okay, dann ganz kurz ein Überblick über das, was kommt. Für alle, die mit dem Projekt nicht intim vertraut sind, ein kurzer Überblick über die Historie und den aktuellen Status und das, was noch kommen soll. Dann haben wir auch was mitgebracht. Hier unten steht eine kleine Kiste. Da ist das drauf, was eigentlich das Projekt in München so besonders macht, nämlich die gesamte Infrastruktur, mit der der Client gemanagt wird. Und ich werde nachher dann mal versuchen, eine solche Client-Installation anzustoßen und dabei auch dann die notwendigen Hilfsmittel und Werkzeuge, die dann in der Stadt München und auch für die Stadt München entwickelt wurden, vorstellen. Das ist nämlich eigentlich interessanter als der Desktop, der so ein ganz normales 0815 Linux-System ist, aber den zeige ich nachher auch nochmal. Genau, dann möchte ich noch ein paar Worte verlieren über die Bedeutung des Projektes. Man sagt ja immer, Linux ist das Leuchtturmprojekt und die ganze Welt guckt da drauf und in der Tat kommen auch immer Delegationen aus aller Herren Länder nach München und schauen sich das Ganze an. Und ob das jetzt einen großen Impact in der Open-Source-Szene oder auch in behördlichen oder im Firmenumfeld haben wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig einschätzen, aber ich werde da nachher noch ein paar Worte zu verlieren. Die Münchner sprechen von ihrer Linux-Migration immer von einer Evolution. Man könnte auch auf die Idee kommen, es ist eine Revolution, weil in diesem Ausmaße eine Kleinmigration in der deutschen Behörde noch nicht stattgefunden hat. Dann können wir am Ende von mir aus gemeinsam überlegen, ob es Evolution, Revolution ist, beides oder wie auch immer. Okay, ein paar Worte zu mir. Stefan Köhler, mein Name. Ich bin als Berater bei der Firma Gunicus tätig. Der Name Gunicus kommt von dem lateinischen Namen des Königspinguine, der in Patagonien zu Hause ist und deswegen Patagonicus heißt mit seinem zweiten Namen. Den ersten kann ich mir nie merken. Ich selber bin seit 2005 im Linux-Projekt sehr viel vor Ort und wir unterstützen halt die Stadt bei der Migration. Gunicus selber hat so 30 Mitarbeiter, es werden immer mehr. Der Hauptsitz ist in Arnsberg im Sauerland, das demnächst ganz überschwemmt sein wird. Ich selber sitze in der Niederlassung Bonn, die etwas kleiner ist und wir haben natürlich auch ein Büro in München, in dem die Kollegen sitzen, die die Stadt vor Ort betreuen. Gunicus ist zwar jetzt nicht riesengroß, aber im Open-Source-Umfeld schon einer der größten Dienstleister in Deutschland. So, ganz schnell das dazu. So, ich habe drei Zitate ausgesucht, nach langer Überlegung, die zum Thema Freiheit, was ja irgendwie was mit Open-Source zumindest zu tun haben könnte, hat. Dann bin ich auf eins gestoßen von Herrn Schiller. Die schönsten Träume von Freiheit werden im Kerker geträumt. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, ich war noch nie drin. Ist aber eigentlich eine gute Überleitung zum Start des München-Projektes. Warum
haben die überhaupt die komische Idee bekommen, auf Linux-Clients zu migrieren? Und in der Tat hatten sie das Gefühl, in einem Kerker zu sitzen, der hieß Windows NT 4. Und die Firma Microsoft hat dann einfach gesagt, ich weiß, wann war denn Supportstopp? Vorletztes Jahr schon? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall wird dieses Betriebssystem nicht mehr unterstützt. So, das führt dann natürlich dazu, dass man sich Alternativen überlegen muss, die da heißen Windows 2000 oder XP oder halt ganz was anderes. Und die Stadt München, auch wenn man den Bayern immer so eine gewisse Volkstümlichkeit nachsagt, sind die Bayern doch auch sehr progressiv, musste ich feststellen, und sehr modern. Und die sind dann schon als Erste und damals auch als wirklich Speerspitze, sind die auf die Idee gekommen, dass man ja auch mal es mit freier Software probieren könnte. Und so gab es dann im Jahre 2003 tatsächlich einen Stadtratsbeschluss, der gesagt hat, okay, Alternativen angucken, aber mit Augenmerk auch auf freier Software. Dann folgte eine relativ lange Grob- und Feinkonzeptphase, in der diverse Firmen wie IBM und damals noch SUSE involviert waren. Und am Ende gab es dann von Univention eine Bewertung, die die Chancen, Risiken und natürlich dann auch die wirtschaftliche Machbarkeit verschiedener Lösungen bewertet hat. Es fiel dann eine Entscheidung zugunsten von Linux, also Open Source Software, die nicht allein aus wirtschaftlichen Gründen getroffen wurde. Es gab da ein paar Prozentpunkte Unterschied, aber eigentlich hat man gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, beide Migrationswege, also XP oder Linux, wären gleich teuer. Roundabout 30 Millionen haben die da, glaube ich, veranschlagt für. So, dass also nicht dass, das Argument, Linux ist billiger oder es kostet uns ja nichts, den Ausschlag gab, sondern wirklich gesagt wurde, wir wollen uns aus der Umklammerung eines großen Herstellers lösen, der uns aufzwingt, wann was zu migrieren haben. Das wollten die sich also nicht mehr richtig gefallen lassen. Und sind dann sehr konsequent auch in Richtung Debian GNU Linux gegangen. Was ein bisschen erstaunlich ist, weil SUSE da halt 2 Jahre mit massiver Vertrieblermacht vor Ort war. Weil sie gesagt haben, Debian ist das einzig freie, große Linux, die große Linux-Distribution, die erhältlich ist. Wir wollen nicht jetzt irgendwie von Microsoft zu Novell oder zu Red Hat. Wobei das jetzt auch nichts Schlimmes gewesen wäre. Aber sie haben wirklich gesagt, wir möchten Debian GNU Linux haben. Gut, dann folgte natürlich dann wie im Behörden üblich eine etwas längere Ausschreibungs- und Vergabephase. Und am Ende hat dann halt die Firma Gonikus den Zuschlag bekommen, dort unterstützend mitzuhelfen. Das ist so ganz kurz der Einstieg, die letzten 4 Jahre im Überblick. Die Entwicklung des eigentlichen Clients ist eigentlich erst vor knapp 2 Jahren begonnen worden. Also alles, was davor war, war Papiergeplänkel sozusagen. Die Anforderungen seitens der Stadt, die an den Client gestellt wurden. Der Client soll sich in die Infrastruktur der Stadt München integrieren. Das kann ganz furchtbar sein, ist in der Stadt nicht ganz so furchtbar, weil zum Glück es da jetzt nicht 20.000 Windows-Server gibt und gab, sondern NetWare und PC-Netlink, also irgendwelche NT4-Verschnitte, dort auf Serverseite standen. Trotzdem ist der Weg mit dem Client eine Migration zu beginnen natürlich durchaus ungewöhnlich. Und ich kenne kein Projekt, wo das in diesem Maßstab getan wurde. Führte natürlich und führt immer noch zu Problemen, auf die ich dann nachher auch ein bisschen eingehen werde. Dann war eine Vorgabe, dass ein zentrales System- und Config-Management möglich sein sollte. Dann natürlich die üblichen sicherheitstechnischen Anforderungen müssten erfüllt sein. Natürlich innerhalb der Stadt darf man nicht dies und darf nicht das. Und der Benutzer soll halt da einen vorkonfigurierten Desktop bekommen, mit dem er sich dann auch in endlicher Zeit zurechtfindet. So, all diese Dinge sind eigentlich schon größtenteils umgesetzt. Worüber reden wir überhaupt? Wir reden über 14.000 Arbeitsplätze. Stadt München ist ja nicht ganz klein.
Diese Arbeitsplätze befinden sich in 14 Referaten. Dann gibt es wiederum 17 eigenständige Organisationen. Die Referate gehen von 250 Mitarbeitern bis deutlich in die 4000. Also es gibt da ganz unterschiedliche Größenverhältnisse innerhalb der Stadt. Jedes dieser Referate hat seine eigene IT-Abteilung mit eigenem Budget, das der andere natürlich auch nicht kennt und kann sich da eigentlich einkaufen, was es will. Führt dazu, dass halt da ein relativer Wildwuchs herrscht, was zum Beispiel Softwareverteilung angeht, was Verzeichnisdienste angeht. Und es gibt natürlich jede Menge Fachverfahren zur Erhebung von Hunde-, Katzen- und Kanarienvogelsteuer, die natürlich dann auch in keinster Weise momentan den Anforderungen an Plattformunabhängigkeit entsprechen, sondern ja, das sind teilweise halt von so einer Zweimann-Frickelbude geschriebene Sachen in, weiß ich nicht, Visual Basic oder so. Das ist natürlich ein großes Problem und wird sich erst im Laufe der nächsten Jahre lösen, wenn dann die Fachverfahren neu ausgeschrieben werden können. Stadt München hat sich auch pragmatischerweise und auch richtigerweise entschieden, nicht komplett alle Arbeitsplätze migrieren zu wollen, sondern das Ziel, die Zielvorstellung ist 80%. Das ist immer noch recht sportlich, ist aber meiner Meinung nach zu machen. Es gibt Arbeitsplätze, da macht das einfach gar keinen Sinn. Also wenn man einen CAD-Arbeitsplatz hat oder die Grafiker damit mit Photoshop arbeiten müssen, dann muss man das jetzt nicht unbedingt alles emulieren oder auf Terminal-Server bringen. Das bringt einfach nichts. Also da steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Aber 80% sind ja auch schon eine ganz hübsche Zahl. Okay, also beim Nachdenken so über was Behörden oder auch Firmen antreibt, wenn sie eine neue Lösung suchen, sich zu entscheiden, fällt mir mal ein, es gibt Leute, die kaufen sich eine Pauschalreise, ne, Katalog und da sieht es schön aus und all inclusive, da fahre ich hin, ne, nehme mir noch 5 Euro Taschengeld vielleicht mit pro Tag und das war's. Dann habe ich kalkulierbares Risiko und weiß, was ich bekomme oder auch nicht. Ist dann halt die Frage. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich kaufe mir ein Zugticket oder ein Flugticket oder was auch immer für ein Ticket und fahre irgendwo hin, wo ich gerne mal hin möchte und suche mir da halt was vor Ort. Hat natürlich auch seine Vorteile. Dann kann man ein bisschen rumgucken, oh, hier schönes Hotel, gehe ich mal hin. Hier ist der Strand schön, dann bleibe ich mal hier. Gut, die Stadt München hat jetzt so den Weg der Individualreise begonnen. mit den Vorteilen, die damit verbunden sind. Und den Nachteilen, die damit verbunden sind. Also Sie können nicht ein Produkt kaufen und sagen, hier Hersteller, in der Produktbeschreibung steht aber das. Ich bekomme aber nicht das. Ich möchte aber das. Dann kriegt man es zwar sowieso trotzdem nicht, aber egal. Man hat zumindest irgendwie das Gefühl, man müsste es bekommen haben. Sondern man ist jetzt in der Situation, dass man keinen Hersteller hat, sondern eine Community. Und natürlich ein Dienstleister, der diverse Sachen machen kann, aber auch nicht alles. Und der Nachteil ist natürlich, dass man sich mit der freien Software in eine Gegend begibt, in der nicht freie Software existiert. Es ist so, wie wenn ich mir irgendwie mein kleines Ferienhäuschen da in die Bettenburg baue, dann bin ich auch nicht glücklich. Also es sind Sachen notwendig, die sonst in so einem Migrationsprojekt nicht notwendig sind, nämlich man muss planen, und zwar anders und besser als sonst. Und Entwicklung ist auch ein Thema. Normalerweise, wenn ich mir irgendwie eine CRM-Lösung oder etwas anderes kaufe, dann entwickle ich da nicht mehr ewig dran rum, sondern dann kaufe ich mir das Produkt, das mir gefällt und das meinen Ansprüchen genügt. So, hier haben wir aber die Möglichkeit, dass wir auch tatsächlich Sachen anpassen können. Bitte, gerne. Ja, das ist ein Nachteil, weil man hat da ja Serverdienste, an die der Client sich ankoppeln muss. Verzeichnisdienst, File-Services, Druckdienste etc. Wenn die jetzt mit irgendwelchen proprietären Protokollen arbeiten und kommunizieren, dann hat man als Linux-Client schon Probleme damit.
Das wäre natürlich ideal, aber das ist in diesem Projekt nicht vorgesehen. Das kommt jetzt langsam, weil Sie jetzt die Notwendigkeit sehen, dass Sie auch auf Serverseite migrieren sollten. Kommt das jetzt so langsam? Vielleicht war das auch ein Trick, dass Sie gesagt haben, wir fangen mit dem Client an, merken dann, dass es nicht geht und dann vereinheitlichen wir unsere gesamte Infrastruktur. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber im Prinzip hat man natürlich Kommunikationsprobleme. Wenn ich einen Samba-Server habe, da kann ich mit dem Linux-Client super drauf zugreifen. Wenn ich da so ein Netware-Share habe, File-Locking geht nicht und die ganze Berechtigungsstruktur da irgendwie sauber abzubilden, das ist alles problematisch. Das meinte ich damit. Das ist vielleicht nicht ganz klar geworden. Okay, ganz kurz, was den Linux-Client eigentlich ausmacht. Also er basiert auf Debian GNU Linux, im Moment noch Sarge, wird im Herbst mit der Version 2.0 auf Edge portiert, hat KDE im Moment 3.5.5 und ist im Prinzip nur komplett Open-Source-Software. Und das Schöne an diesem Linux-Client ist, dass er hoch konfigurierbar ist. Während der Installation, nach der Installation, vor der Benutzeranmeldung, nach der Benutzeranmeldung gibt es sehr viele Stellschrauben, an die man drehen kann. Das zeige ich gleich noch. So, das nochmal im Detail. Der aktuelle Stand. Ein Nicht-Open-Source-Produkt ist hier der Oracle-Kalender. Den hat die Stadt halt schon benutzt und nutzt ihn auch weiter. Und die Firma Oracle hat ihn halt auch für Linux zur Verfügung gestellt. So, das sind also alles Standardkomponenten, mit denen aber allerdings auch der 0815-User durchaus klarkommt. Und das Schöne an der Sache ist, alle Arbeitsplätze, die noch auf Windows laufen, können einen Großteil dieser Anwendung benutzen. Also OpenOffice.org läuft natürlich auch unter Windows 2000. Dito, Firefox und Thunderbird. Das heißt, die Benutzer müssen sich dann nicht, wenn sie auf Linux migrieren, an eine neue Applikation gewöhnen, sondern können einfach ihre Applikation weiter benutzen. Was natürlich die Migrationsschwelle deutlich senkt beim Endbenutzer. Wobei der Endbenutzer der Erfahrung nach eigentlich mit der Migration überhaupt keine Probleme hat. Im Gegensatz zu den Administratoren vor Ort. So, nochmal zu den Herausforderungen. Also man muss den Client in die vorhandene Infrastruktur integrieren. Dann hat die Stadt irgendwann festgestellt, dass sie keine funktionierende Softwareverteilung für Linux hat. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen da was und haben uns dann auf die Entwicklungsreise begeben und eine Softwareverteilung und ein System- und Config-Management entwickelt, das ich jetzt im Anschluss gleich mal zeigen werde. So, und zwar... So, dieses wunderbare Moment, da gibt es doch auch so einen Fullscreen-Modus. Diese schöne Maske ist GOSA, der GUNICO System Administrator. Und das ist ein Open-Source-Produkt, das man sich auch überall runterladen kann oder unter Debian gleich installieren. Und das nutzt die Stadt halt im Moment, um ihre Basis-Clients zu verwalten. Bei der Stadt ist das etwas abgespeckt. Telefone und Faxsperrlisten und ähnliche Dinge, die sind einfach da nicht vorhanden. Das ist natürlich dann irgendwie customized. Aber ich zeige jetzt mal, was es durchaus gibt. Also das ganze Ding ist ein LDAP-Werkzeug. Alle Parameter, die im GOSA sichtbar sind, liegen im LDAP. Bei der Stadt München gibt es jetzt einen zentralen Verzeichnisdienst, einen SunLDAP. Und alle Systeme, alle Benutzer, alle Konfigurationseinstellungen liegen zentral in diesem Verzeichnisdienst. Was natürlich dann auch ein zentrales System- und Config-Management möglich macht. So, auf unserem kleinen Rechner. Ja, bitte? Da gibt es keine Alternative. Also, um so eine, also 14.000 Benutzer, um die sauber abzubilden in dieser Hierarchie, da gibt es nichts anderes als LDAP. Also man könnte, mit einer Datenbank geht es nicht und was anderes gibt es einfach nicht. Ein LDAP ist ja dafür geschaffen, um einfach solche Hierarchien abzubilden. Und der Vorteil ist, dass man halt dann in jeden Knoten dieses LDAPs, der eindeutig ist, dann auch diverse Dinge reinlegen kann. Das ist auch erweiterbar. Also man kann dann dort Sachen konfigurieren, die man dann halt noch, also man kann da neue Attribute hinzufügen, dann kann man da noch
weiß ich nicht, die Stuhlfarbe des Benutzers oder des Anwenders da irgendwie hinterlegen, wenn man das unbedingt möchte. Und also ein Vorbehalt war, ob das performancemäßig hinhaut, weil da jetzt schon ein paar hunderttausend Objekte natürlich drin liegen im LDAP. Aber das ist einfach eine SAN-4-Wege-Maschine, das fluppt. Also, und die Referate kriegen auch noch dezentrale LDAP-Server, die dann immer den Teilbaum replizieren aus dem zentralen LDAP. Also das ist nicht das Problem. Natürlich, die sind alle da drin, genau. Die sieht natürlich fast niemand, weil sich niemand da auf dem obersten Knoten anmeldet, sondern jeder meldet sich natürlich. Natürlich, die liegen alle da drin, genau, richtig. Und auch alle Rechner, die es gibt, also alle Linux-Clients und alle Server, die dort angelegt wurden und alle Drucker, die angelegt wurden, alles liegt da komplett drin im LDAP. Plus halt Anwendungskonfiguration, also wenn man dem Firefox noch ein Skript hier mitgibt, dann liegt das auch im LDAP. Also es gibt nichts anderes außer dem LDAP, also außer DHCP und DNS. So, jetzt habe ich hier schon einen kleinen Client. Das ist ein Client, der hier bei mir lokal auf dem Laptop in der VMware läuft. Den werde ich jetzt einfach mal löschen, brutalerweise. Jetzt ist er aus dem LDAP verschwunden. So. Und jetzt gehe ich mal in die VMware und Power on. Das ist jetzt genau das, was passiert, wenn bei der Stadt München ein neuer... Die VMware ist irgendwie der Meinung, sie müsste meinen Ausgang hier umbiegen irgendwie. Dann verzichte ich mal auf das Fullscreen. So, ist das zu erkennen? Gerne. So, die einzige Voraussetzung, dass man so einen Client installiert, ist, dass man halt seine MAC-Adresse im DHCP einträgt. Und dann nimmt man das Ding einfach ans Netz. Der holt sich dann über TFTP, also PXE-Boot, sein Boot-File und mountet sich dann per NFS, aus einer NFS-Route dann erstmal sein Basissystem rein, so wie das jetzt passiert. Führt dann eine rudimentäre Hardware-Erkennung durch und meldet sich dann am LDAP an. Hallo, hier bin ich. Schreibt auch alle Parameter, die er gefunden hat, schon in den LDAP rein. Und kann dann dort vom Administrator quasi aktiviert und konfiguriert werden. Das machen wir gleich mal zusammen. Das Ganze hier basiert auf einer Entwicklung, die auch Open Source ist. Das ist FAI, Fully Automatic Installation, von dem Herrn Thomas Langer von der Uni Köln, der nachher auch nochmal hier im Hause einen Vortrag halten wird. So, also der Client installiert jetzt. Ich mache jetzt mal in der Zeit weiter. Solange der da dran ist. Dann gucken wir gleich mal, wie es ihm geht. So, das ist jetzt eine Skizze der Infrastruktur. Der Basis-Client ist zentraler Bestandteil natürlich. Der Verzeichnisdienst ist natürlich auch sehr wichtig. Bei jedem Start holt er halt der Basis-Client seine Konfigurationsdaten aus dem LDAP. Und bei jeder Benutzeranmeldung desgleichen. Es findet dann eine Profilsynchronisation statt. Das heißt, der Benutzer, wenn er sich anmeldet, bekommt dann all seine Netzlaufwerke und eventuell auch seine lokalen Daten von einem File-Server auf seinen Linux-Client gemountet oder zurückgeschrieben und kann dann dort arbeiten. Falls der Verzeichnisdienst mal ausfällt, kann man auch den Basis-Client entsprechend konfigurieren, indem man sagt, okay, du kriegst einen lokalen LDAP, da werden alle relevanten Daten vorgehalten und wenn der LDAP mal nicht erreichbar ist, dann arbeitest du halt mit deinem lokalen LDAP weiter. Das funktioniert auch. Gut, was wir da eben gerade gesehen haben, ist halt diese Softwareverteilung mit dem FAI. Das GOSA ist halt das zentrale Werkzeug zur Verwaltung aller im LDAP liegenden Parameter. Und was sich dann noch irgendwie andockt, sind halt
Fachverfahren oder Terminal-Server-Dienste. Die Fachverfahren werden teilweise über Wine emuliert und teilweise auch über VMware-Images. Das allerdings aus Performance-Gründen eher selten. Okay, jetzt gucken wir doch nochmal, bevor wir weitermachen, gerade was die Installation macht. Okay, das ist ein Problem, das wir gestern auch hatten. Und er möchte einfach nicht weiter installieren, bedauerlicherweise. Ist zwar nicht schön, aber erklärt, warum. Also wir werden sehr oft gefragt, wo kann man denn den Basis-Client runterladen? Man kann nicht mehr den nicht mal angucken. Der Basis-Client, den zeige ich jetzt aber gleich dann doch noch. Der startet nämlich. Das ist relativ langweilig. Das ist halt ein Linux-System. Aber dieses ganze Drumherum mit dem LDAP, das kann man sich natürlich nicht einfach runterladen. Das kann man sich auch nicht zu Hause mal eben in 5 Minuten aufbauen. Sondern das ist ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Umgebung mit diversen Skripten, die dann immer hier und dort alles abfragen und eintragen. Von daher kann man sich diese Lösung der Stadt München im Moment noch nicht einfach so runterladen und installieren, wie man das irgendwie beim anderen Betriebssystem kann. Es wird allerdings in naher Zukunft wird ein Projekt dann hoffentlich zum Erfolg kommen namens UDEP. Da wird diese ganze Infrastruktur auf eine CD oder DVD gepackt und man installiert sich dann von dieser CD einen kompletten Verteilserver mit DHCP, mit DNS, der komplett dann vorkonfiguriert ist. Dann muss man halt nur irgendwie in der Maske ein paar Daten eintragen. Und dann kann man sich von diesem Verteilserver dann auch Clients installieren. Das wird demnächst kommen, hoffentlich noch in diesem Jahr. Und dann kann man im Prinzip auch so einen Linux-Client mal sich angucken, wenn man das möchte. Die Stadt München hat da überhaupt nichts dagegen, dass sich andere Interessierte den angucken. Man muss natürlich ein paar lizenzierte Produkte daraus nehmen, wie den Oracle-Kalender, der aber auch ohne den ZAN-LDAP, also den zentralen LDAP, überhaupt nicht funktioniert. Und ansonsten kann man sich den angucken. Was wir dann jetzt mal machen, dann breche ich mal diese verunglückte Installation einfach ab. Wer Interesse hat, kann natürlich gleich nochmal ein bisschen gucken, was man im GoSA alles einstellen kann. Oder ich zeige das, wenn da Interesse besteht. Da sind natürlich vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, sowohl beim Benutzer als auch beim System. So, und dann starten wir nochmal den Linux-Client. Da ist er, das ist die Anmeldemaske. Und wir starten jetzt mal den Demo-User Max Mustermann. So, dieser Basis-Client hat einen lokalen LDAP, wie man gerade gesehen hat. Also er hat da seinen Cache aktualisiert, wobei er da jetzt nicht zu aktualisieren hatte. Und jetzt werden halt diverse Dienste dort bereitgestellt. Was jetzt passiert, ist die Anwendungskonfiguration. Zu jeder Anwendung kann man Anwendungskonfigurationsskripte hinterlegen, wenn man das denn möchte. Beispielsweise beim Firefox Startseite, Proxy angeben, beim Thunderbird natürlich der Mail-Server etc. Also man kann diese ganzen Anwendungen komplett vorkonfigurieren, was natürlich eine sehr schöne Sache ist. Diese Startmaske wurde übrigens von einem Mitarbeiter der Stadt designt. Das ist auch immer schön, wenn die Leute dann auch denken, das ist mein Projekt, da mache ich mal mit. Und es ist auch schön geworden, im Gegensatz zu diesem komischen hier. Das ist von einer Werbeagentur designt worden und jeder fragt sich immer, was Liviux ist. Man sieht das jetzt nicht so. Also Liviux, neues Olivenöl oder irgendwie sowas. So, der performt in der VMware leider jetzt nicht so gerade super toll. So, die Installation, die jetzt eben leider schon sehr frühzeitig abgebrochen ist, dauert im Allgemeinen 8 bis 10 Minuten. Also wenn ich jetzt so einen Basis-Client da, also einen Rechner ins Netz nehme und dann installiert er sich, dann konfiguriere ich zwischendurch mal eben und dann holt er sich seine ganzen Pakete, dann ist er in 10 Minuten fertig, komplett. Und dann kann sich da auch jeder Benutzer dran anmelden, weil die Benutzerkonfiguration dann natürlich wieder unabhängig davon erfolgt. Und wenn man diese Profilsynchronisation nutzt, das heißt alle benutzerbezogenen Daten immer dann während des Anmeldeprozesses auf den Rechner kopiert,
Dann kann man bei Problemen mit dem Rechner den einfach platt machen und neu installieren. Die Benutzerdaten liegen nicht auf dem Rechner. Ne? Das heißt, wenn da irgendwie mal das System ganz verfahren sein sollte, was selten vorkommt, dann ist es ein leichtes, eine Neuinstallation anzustoßen. Was auch möglich ist, sind Updates im laufenden Betrieb. Das kennt man ja auch nicht von allen Betriebssystemen, dass das möglich ist. Das heißt, man kann im GoSe einfach sagen, ja, Update. Dann wird der User zwar aufgefordert, bitte sich abzumelden, weil bei manchen Programmen ist es nicht so toll, wenn ihm das dann irgendwie während der Arbeitszeit dann irgendwie neu aktualisiert wurde, wo es bei den meisten geht. Aber man kann dann wirklich Updates im laufenden Betrieb fahren. Und die dauern dann im Allgemeinen halt, wie man das vom Linux-System kennt, dann ja, unter einer Minute, solange da jetzt nicht irgendwie mehrere Megabyte ausgetauscht werden. Und das ist nicht der Fall. So, das ist also der Basis-Client. Ich würde den jetzt ja gerne mal in Fullscreen machen, aber dann meckert wahrscheinlich die VMware wieder. Das ist übrigens hier ein Feature, was zu großer Begeisterung geführt hat. Es hat sogar mal bis in eine Pressemitteilung geschafft, in der Frankfurter Rundschau. Ja, die Leute sind glücklich, wenn sie so kleine, nette Helfer irgendwie plötzlich haben. Also die, weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube, so aus dem Vorzimmer von Herrn Ude war total begeistert von diesen Keynotes-Dingern da, dass man da kleine Notizen hinterlassen könnte. Das war, fand sie ganz toll. Okay, aber ich glaube, ich habe das nur, um die Autostart-Funktion mal zu testen. So. Okay, ich habe definitiv ein Problem mit meiner VMware. Jetzt ist irgendwie auch mein Cursor weg. Ich hau das Ding nochmal in. Okay. Das mag er nicht, leider. Gut, dann gehe ich jetzt doch mal zu dem etwas interessanteren Teil als diesen Icons, die da rumliegen. Kommt gleich wieder. So, okay. So. Auch komplett vorkonfiguriert ist das ganze Look and Feel. Also man kann die Kontrollleiste hier unten anpassen, welche Icons hier liegen. Man kann das Startmenü komplett vorkonfigurieren. Also man hat hier eigene... Ah, verdammte VMware. Entschuldigung. Irgendwie will hier nichts mehr. Egal, da muss ich es halt erzählen. Also man kann das KDE-Menü komplett mit eigenen Kategorien vorkonfigurieren und die Administratoren vor Ort, das zeige ich jetzt aber mal schnell im GoSe, haben halt hier eine Liste von Anwendungen, die release-bezogen sind. Das ist auch relativ revolutionär. Man kann hier komplette Releases mitverwalten. Jedes Release liegt auch in einem eigenen LDAP-Zweig, völlig unabhängig davon. Und man kann dann halt irgendwie so seinen Head und Trunk trennen und da weiterentwickeln und ein stabiles Release nebenher fahren. Und wie man sieht, gibt es ja auch einige Release-Candidates. Ich gehe jetzt mal auf das Neueste, auf das Linux selber. Jetzt holt er sich aus dem LDAP die ganzen für dieses Release vorhandenen Anwendungen, die wir jetzt hier sehen. Gehen wir mal auf eine, die etwas vorkonfiguriert ist, zum Beispiel den Firefox. So, das sind jetzt die Parameter, die man dort eintragen kann. Also man kann auch eigene Icons festlegen, wenn man das möchte, oder den Namen ändern, wenn man das unbedingt muss. Und hier kann man halt Anwendungsskripte hinterlegen, mit denen der Firefox dann vorkonfiguriert wird. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Das kann man für jede Anwendung machen. Das heißt, jedes Referat kann dann auch referatsinterne Anpassungen an jede Applikation vornehmen. Und natürlich auch am Aussehen und Look and Feel des Basis-Clients selber. Also wenn man sagt, ich möchte aber ein anderes Hintergrundbild, bitteschön, dann muss man das halt im Kiosk-Profil, also das Ganze, der Basis-Client arbeitet mit Kiosk-Profilen. Das ganze KDE, die ganzen KDE-Anwendungen sind vorkonfiguriert. Und dort kann man dann halt entsprechend seine Änderungen einpflegen und dann weist man seinem Benutzer ein anderes Kiosk-Profil zu und beim nächsten Start haben sie dann halt einen grünen Hintergrund oder einen lilanen oder
was auch immer der betriebsärztliche Dienst für gut erachtet. So, dann mache ich hier nochmal ein bisschen weiter. So, die Entscheidung für KDE fiel aus eben diesem Grunde, dass es diesen Kiosk-Modus damals schon angeboten hat. Das war bei Genome noch nicht der Fall. Mittlerweile geht das bei Genome auch. Und KDE ist halt für Windows-Umsteiger etwas näher dran, ganz einfach. Das kann man zwar auch mit Genome vielleicht alles hin basteln, aber KDE hat auch links unten sein Startmenü und seine Leiste da und die Benutzer werden halt mit dem Bekannten, können mit dem Bekannten weiterarbeiten. Gut, damit einhergeht halt, dass man komplett vorkonfigurieren kann. Und der Kiosk-Modus bietet halt auch die Möglichkeit, den Benutzer zu hindern, irgendwie eine Shell zu starten und dort irgendwelche lustigen Befehle abzusetzen. Das kann der Benutzer dort nicht. Also er hat keine Konsole, er hat auch keinen Zugriff auf die Konsole. Und Alt-F2 und ähnliche Tastaturkürze sind einfach unterbunden. Und der Linux-Client ist seit ein paar Monaten der erste durch TÜV-IT zertifizierte Client, ich glaube weltweit. Da hat sich dann ein Mitarbeiter der TÜV-IT neben diverse Anwender gesetzt und geguckt, ob die mit dem Basis-Client vernünftig arbeiten können. Offenbar konnten sie es und dann hat der Basis-Client diese Plakette bekommen. Also man kann mit dem Basis-Client arbeiten. Okay, nochmal kurz zurück zu der Problematik hinsichtlich der Integration in die Infrastruktur. Ein sehr schöner Satz von dem Maler Oskar Kokoschka. Freiheit ist ein Kaugummi-Begriff geworden. An jedem Schlagbaum versteht man etwas anderes darunter. Und in der Tat sprechen mittlerweile auch sehr viele Firmen von Freiheit und Interoperabilität, die damit ganz was anderes meinen. Man sieht es schon, wenn man sich den LDAP-Standard V3 mal anguckt. Der wird auch in diversen Geschmacksrichtungen implementiert. Und wenn dann große Referate halt mit dem ZenWorks da und dem eDirectory ankommen, dann ist das nicht unbedingt das, was Open LDAP zum Beispiel macht, obwohl es beides LDAP V3 ist. Bin ich ja schon genügend drauf eingegangen, auf die Integrationsherausforderung. Noch eine noch größere Herausforderung ist der Dokumentenaustausch. Dieses Jahr wurde auch komplett zum Jahr des Dokumentenaustauschs erklärt dort bei der Stadt. Also man ist dabei, jetzt wirklich alle Vorlagen so zu designen, dass sie halt, wenn man sie im Doc-Format speichert, was dort standardmäßig getan wird, dann auch von verschiedenen Microsoft Office Versionen gelesen werden können und der Zustand einigermaßen in Ordnung ist. Das ist alles andere als trivial. All diese Dinge, die man im Vorfeld gar nicht bedacht hat, führen natürlich zu Verzögerungen. Eigentlich liest man gerne mal schlechte Publicity, Linux-Projekt in München verzögert sich schon wieder. Aber man hat halt wirklich nicht mit diesen Herausforderungen gerechnet, beispielsweise die ganzen Visual Basic Makros umschreiben zu müssen oder erstmal zu analysieren, brauchen wir die überhaupt, was wird denn da überhaupt gemacht, können wir das anders machen. Das ist natürlich eine direkte Konsequenz daraus, dass man nicht aus einer Welt freier und offener Standards kommt, sondern halt aus einer proprietären Welt. Und der Weg dann in die Welt freier Software ist schmerzhaft und mit viel Arbeit verbunden. Nichtsdestotrotz geht das Projekt seinen guten Gang. Es sind mittlerweile mehrere hundert Clients umgestellt, arbeiten auch produktiv. Und die Mitarbeiter sind, also neulich hat mir jemand von den Systemadministratoren gesagt, ja, wenn wir mal jemanden auf Linux umgestellt haben, dann fragen wir uns, ob der überhaupt noch da ist, da hören wir nämlich nichts mehr von dem. So, ist das denn jetzt eine Lösung, die irgendwie Konsequenz für Deutschland oder die Welt haben könnte? Also der Einsatz eines Linux-Clients auf vielen Arbeitsplätzen ist möglich. Ohne Probleme. Das war es aber auch schon vorher. Was wir jetzt neu haben, ist halt dieses komplette System and Config Management, LDAP-basiert, was Administratoren eine sehr große Vereinfachung ihrer Arbeit für Administratoren bedeutet, wo man seine komplette Infrastruktur an einem Single Point of Administration managen kann.
Das kann man machen im Unternehmen mit 5 Leuten. Das kann man auch machen im Unternehmen mit 1500 Leuten. Das wird auch schon gemacht. Und bei der Stadt werden es dann halt irgendwann mal, so Gott will, über 10.000. Das Projekt sollte vielleicht in Konsequenz auch mal dazu führen, dass man hier eine diverse Anwendung, die in jeder Behörde genutzt werden oder in jedem Landkreis und jeder Kommune, dass man die mal vereinheitlicht. Da bin ich allerdings etwas pessimistisch, dass das passiert. Was das Linux-Projekt allerdings gezeigt hat, ist, dass wenn im großen Rahmen mit einer freien Software gearbeitet wird und Features hinzuimplementiert werden, diese Software dann natürlich größere Verbreitung findet. Durch die größere Verbreitung kommen wieder neue Features hinzu, weil wieder viele Kunden Geld bezahlen dafür, dass Features hinzuprogrammiert werden. Und das ist ein natürlich super Kreislauf, wenn der erstmal so ein bisschen angelaufen ist. Dann hat man am Ende halt ein Produkt, das sich vor kommerzieller Software in keinster Weise mehr verstecken muss. Und das ist auf jeden Fall definitiv mit diesem Linux-Projekt angelaufen. Also die Entwicklung des GOSAS hat einen weiten Schritt vorwärts getan, hat sich auch weiter verbreitet und hat sehr viel Interesse gefunden. Und wie gesagt, wenn man da halt ein paar Stunden oder Tage bezahlt bekommt, dann wird die Software noch besser und dann interessiert es wieder neue Kundenkreise. Von daher kann man sagen, das Linux-Projekt war in der Hinsicht schon erfolgreich. Aber wie ich eben schon sagte, die Office-Migration ist dieses Jahr auf der Tagesordnung, plus halt dann die Edge-Migration des Clients. Zusätzlich ist eine Migration auf Samba in Vorbereitung. Also die Referate haben sich jetzt doch darauf geeinigt, dass sie vom NetWare wegkommen müssen, weil die Firma Novell sich auch nicht in der Lage fühlte, einen Debian-Client für NetWare, also NetWare-Client für Debian zur Verfügung zu stellen. Trotz ein Jahr Versuch. Und Ende 2007 wird das Kulturreferat, ein relativ kleines Referat mit 350 Mitarbeitern, komplett migriert sein. Und die großen Referate werden dann in den folgenden Jahren nachziehen. Bitte. Ich bin im Office-Projekt nicht drin, aber es sind Tausende. Es sind wirklich Tausende. Das weiß ich leider nicht. Nein. Das wird nicht machbar sein. Es gibt jetzt zwar eine zentrale Stelle, wo all diese Dokumentenvorlagen gesammelt werden und bewertet werden und wenn es geht, dann halt auch schon irgendwie überführt. Das hat aber mit der Linux-Migration, also mit der Client-Migration, nichts zu tun. Das läuft unabhängig davon. Zumal kann natürlich auch jedes Referat diese Dinge, die jetzt hier zentral gesteuert werden, auch noch für sich selber entscheiden. Ja, natürlich, können Sie natürlich gerne machen, ja. Es gibt eine zentrale Stelle, die sollte man nutzen, muss sie aber nicht nutzen. Man kann natürlich auch noch selber Ressourcen hinzukaufen oder sich aus seinem eigenen Mitarbeiterkreis hinzuziehen. Die Referate sind ja komplett unabhängig. Also es gibt zwar den Stadtratsbeschluss, dass sie migrieren sollen, aber wie das dann in jedem Referat umgesetzt wird, das ist dann auch sehr unterschiedlich. Ja, gut, ist das jetzt eine Evolution oder eine Revolution? Also für die Endbenutzer ändert sich relativ wenig. Der Desktop sieht nicht viel anders aus als vorher. Sie arbeiten mit teilweise schon bekannten Applikationen weiter und sind im Allgemeinen, wie gesagt, glücklich und zufrieden. Vor allem, weil ihr Betriebssystem eigentlich, ich glaube, es ist noch nie abgestürzt irgendwo. Ich habe noch nichts gehört. Schwieriger ist es natürlich für die Administratoren, die sich ein komplett neues Werkzeug und eine komplett neue Umgebung gewöhnen müssen. Einige sind total begeistert und sagen, oh, endlich kann ich auch mal ein bisschen Shell-Skripte schreiben. Und andere wollen natürlich ihr ZenWorks weiter benutzen. Das ist halt so. Aber ich denke, ein gewisses Gewicht hat das Ganze schon gewonnen und zufriedene Administratoren, die ihren Kollegen dann in der Kaffeepause sagen, wie toll das alles ist, werden irgendwann mal dann zu so einem Schneeballeffekt führen. Also meiner Meinung nach ist das eher eine Evolution, wie die Stadt München richtig auch dann sich auf die Fahnen geschrieben hat. Allerdings ist das Potenzial schon durchaus revolutionär, weil wenn diese Lösung dann tatsächlich mal vielleicht auch 5 Jahre zu spät oder hinter dem Zeitplan, der eigentlich aufgestellt wurde, dann zum Tragen kommt, dann
hat das Gewicht. Das ist die Verwaltung, die Stadtverwaltung einer großen Stadt. Und wenn das da alles funktioniert, dann werden sich sehr viele Leute überlegen, warum sie sich noch Betriebssystem oder Office-Lizenzen kaufen sollen. Okay, letzte Zitat für heute von Konfuzius. Passt ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe, dass Gosa oder also wir als Firma haben manchmal auch Probleme zu sagen, wir könnten ja unser Produkt auch verkaufen. Warum sind wir so blöd? Das kann man sich runterladen, das kostet uns nur Geld und die Leute können es umsonst benutzen. Aber es rentiert sich doch. Wir geben es frei, die Leute können damit arbeiten, sie können es sich angucken und die Leute sagen dann natürlich nicht, Firma XY, du hast zwar mit dem Gosa gar nichts zu tun, aber installier mir das mal hier und konfigurier mir das mal. Natürlich kommen die Leute dann eher zu der Firma, die es auch dann in der Hauptsache entwickelt hat. Und so ergibt sich dann halt dieser Kreislauf, dass das Produkt immer besser und vielfältiger und für mehr Einsatzzwecke zur Verfügung steht. Und so wird es dann hoffentlich mit dem Linux-Projekt dann auch irgendwann sein, das in der einen oder anderen Form dann vielleicht ja sogar mal in St. Augustin benutzt werden wird, wer weiß. Ja, vielen Dank. Das war es von meiner Seite. Bitte. Ja? Nein, es wurde eine Zwischenschicht eingezogen in der Migration auf Windows 2000 oder sogar XP. Die werden von NT4 wegmigrieren. Das ist halt nicht mehr vertretbar, sicherheitstechnisch ein nicht unterstütztes Betriebssystem da laufen zu lassen. Ne? Die Verzögerung in einigen Referaten hat halt auch ganz andere Ursachen. Beispielsweise hat das Kreisverwaltungsreferat die Wahlen zu organisieren und 2008 finden halt Kommunalwahlen und Europawahlen und weiß der Geier was alles statt. Die können in dem Jahr nicht migrieren, die müssen halt arbeiten. Da kann man nichts machen. Ja, ja, während der Migration muss man halt Schulungen besuchen und nicht, dass man nachher nicht weiterarbeiten könnte, aber es ist natürlich eine Migration, ist eine Migration. Da führt kein Weg dran vorbei. Es ist was anderes, was man da nachher hat. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass es irgendwie technische Vorbehalte da gäbe oder so. Aber NT4 wird demnächst komplett abgeschafft werden. Auch wenn es hardwaremäßig an die Anforderungen ganz nett ist. Also auf so einem modernen Rechner startet das relativ schnell. Ja, bitte. Ja. Das sind die offiziellen, das ist das komplette Projekt, wobei da sehr, sehr viel Geld für Schulungen drauf geht. Also die eigentliche Linux-Migration hat nur einen Bruchteil dessen bis jetzt gekostet. Das kommt. Ja, es kommt drauf an. Also die. Das ist richtig. Das ist richtig. Allerdings sind die Daten ja jetzt nicht irgendwie verschlüsselt oder so irgendwo. Das Einzige, wo man immer Probleme hat, ist halt mit NT4-Profilen. Wenn man da halt irgendwie Dinge rausmigrieren möchte, also rüber migrieren möchte, dann muss man da halt irgendwie ein bisschen rumskripten. Aber gibt es ja auch Lösungen schon für. Ansonsten die eigentlichen Daten, ich meine, man kann Stand heute auch ein NetWare-Laufwerk einbinden. Man kann auch ein PC-Netlink anbinden. Das ist alles kein Problem. Man kann die Dinge reinmounten. Dann sind die da, dann sind auch die Daten da. Im Kulturreferat werden jetzt halt komplett alle physikalisch von den NetWare-Servern dann tatsächlich auf einen neuen File-Server migriert. Aber das dauert vielleicht 2 Tage, dann hat man die Dinger drüben. Da muss man die neue Berechtigungsstruktur da irgendwie erzeugen. Und das Gute ist, dass man im Zuge dieser Datenmigration auch mal aufräumen kann. Ja, man kann alles mit dem Skript, alles was .exe ist, kann man einfach auslöschen. Das braucht man nachher nämlich nicht mehr, wenn die Basis-Clients haben. Aber das kann ich jetzt nicht beziffern. Das ist wahrscheinlich von Referat zu Referat auch extrem unterschiedlich. Ja, das kostet natürlich Geld.
Also ich meine, wenn da ein Mitarbeiter 3 Tage dran sitzt, um da irgendwie das Makro neu zu schreiben in Star Basic. Ja, richtig. Und das kostet in der Tat Geld. Und zwar nicht wenig. Und weil es halt einfach Manpower kostet. So einfach vom Netzlaufwerk Daten zu migrieren, da kann man ja sich ein Skript schreiben, dann läuft das einfach durch. Bitte. Weiß ich nicht. Weiß keiner. Ja, es ist ungewöhnlich und es wurde so entschieden, aber ich habe noch niemanden getroffen, der weiß warum. Also ich kann sein, es gibt der Chef der IT da, der jetzt leider in Rente geht, der Herr Högner, der ist nicht ganz unklug, ne? Der hat sich vielleicht gesagt, okay, wir fangen mal da mit dem Desktop an, weil mit dem Client habe ich sowieso keine Chancen. Das ist eine Behörde. Da kann man nicht irgendwie der IT-Chef sagen, so, morgen haben wir das und dann wird das auch gemacht. Sondern da gibt es viele kleine Revierfürsten und wenn die da auf ihrem Netware hängen, dann hängen die auf ihrem Netware. Ja, und das haben die lieb gewonnen. Wenn man ihnen das wegnimmt, das ist schwierig. Ne? Und jetzt gibt es halt einen Weg, jetzt hat man sie quasi gezwungen, jetzt geht's nicht mehr. War vielleicht klug. Hier vorne wird... Von der Funktionalität teilweise überlegen. Also ich kann das gleich gerne nochmal zeigen. Also vom Preis her deutlich günstiger. Es ist richtig. Was das Gosa halt macht, ist... Wenn man jetzt auf einen Benutzer klickt, dann muss es natürlich 1000 LDAP-Anfragen starten, in welchen Gruppen ist der Benutzer und so weiter. Also diese ganzen Abhängigkeiten, die da existieren, die werden natürlich alle abgefragt. Das dauert teilweise ein bisschen, das ist richtig. Dafür hat man allerdings dann auch einen konsistenten LDAP nachher. Also das Gosa hat schon eine gewisse Eigenlogik, die sich darum kümmert, dass wenn ich jetzt einen Benutzer aus einer Gruppe lösche, dann wird halt überall geguckt, wo der Benutzer noch drin sein könnte. Also da passieren Dinge. Und dadurch, dass es eine Web-Applikation ist und mit PHP 4 arbeitet, ist es halt teilweise ein bisschen träge. Aber wenn man einen ordentlichen LDAP da dranhängen hat und die Netzwerkverbindung okay ist, dann kann man damit durchaus arbeiten, also problemlos arbeiten. Das machen wir ja selber auch jeden Tag. Da hinten gab es noch irgendwo... Ja, solange die alle ein eigenes Budget haben, kann man da wenig machen. Also es gibt halt... Also eher werde ich noch ohne Taucherausrüstung den Marianegraben besuchen, als dass das passiert. Also das wird nicht passieren. Ja, es gibt da nicht nur Ideen, sondern es gibt Lösungen. Es gibt, ja, Entschuldigung. Ja, natürlich. Es gibt, wie ich schon sagte, ein Großteil des Budgets geht für Anwenderschulungen drauf. Also es gibt tatsächlich Schulungen, dann kriegen die ihren Arbeitsplatz dahingestellt und haben dann 3 Tage Zeit, sich damit einzuarbeiten unter, ja, die Angehörigen. Ja, aber Sie können jetzt ja nicht ein Kind da plötzlich da in Referat X schicken und dann tippt das da irgendwie irgendwo drauf rum. Da gibt es wahrscheinlich Vorbehalte, möchte ich mal sagen. Aber also es gibt eine Online-Lernwelt, die Linux-Lernwelt, da können die Leute sich auch jederzeit Hilfestellung holen. Und die
Anwender haben kaum Probleme, also erschreckend wenig Probleme. Die haben ihren Arbeitsplatz, klicken da auf ihr Startmenü und starten die Applikationen, die sie brauchen. Das sind 3 oder 4 pro Tag. Und können sich dann auch noch ein Icon auf den Desktop legen und dann ist es noch einfacher oder in die Schnellstartleiste. Und dann arbeiten die damit. Und das war's. Also die Probleme, die man im Vorfeld erwartet hätte mit den Anwendern, die sind verdammt viel kleiner als die, die man mit den Administratoren hat. Hat man sich wahrscheinlich andersrum vorgestellt. Bitte. Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Also es kommen immer sehr viele Delegationen nach München, gucken sich das an, aber konkret ist da noch nichts draus geworden. Allerdings ist diese Lösung in der Form, weil es die natürlich auch schon vorher gab, nicht mit allen Features, auch in diversen Unternehmen und auch kleineren Behörden zu finden und war auch schon vorher da. Aber es hat auch noch nicht die nötige Masse erreicht, dass die Leute nachziehen. Es ist noch nicht zum Erfolg geworden, obwohl der Erfolg jetzt eigentlich nicht mehr wegdiskutiert werden kann. Aber die Leute warten vielleicht noch ein Jahr, noch 2 Jahre und wenn dann wirklich 2000 Arbeitsplätze migriert sind, dann sagen sie, wenn es da geklappt hat, dann können wir das auch mal machen. Die Stadt Wien hat auch, ja, die hat allerdings unter etwas anderen Rahmenbedingungen, da können die Benutzer sich ja aussuchen, welchen Desktop sie haben möchten. Und die haben natürlich lange nicht dieses ganze Konfigurationswerkzeug im Hintergrund. Also wie gesagt, ein Linux-Client irgendwo zu verteilen oder irgendwo auszurollen auf einem ganz normalen Arbeitsplatz ist überhaupt kein Problem. Wie man das macht und wie man das dann auch auf 2000 Arbeitsplätze vorkonfiguriert bringt, das ist dann ein anderes Problem. So, letzte Frage, sonst überziehe ich hier ganz schlimm. Der LDAP jetzt, meinen Sie? Ja, er wird ja täglich gesichert und steht. Also ins Stadtnetz kann man nicht eindringen, weil das von außen überhaupt nicht erreichbar ist. Ja, aber besser dann ein Linux-Client als NT4, ne? Nein, also es ist ja nicht alles auf einem Rechner. Wie gesagt, jedes Referat kann sich einen dezentralen LDAP besorgen und dafür auch seine Sicherung selber anstoßen. Und da kommt an den LDAP kommt niemand dran. Da kommen irgendwie fünf Leute dran und nein. Und der Basis, nein, das sind also die sicherheitstechnische Beauftragte der Stadt München ist glücklich über den Basis-Client, weil die Benutzer zum Beispiel auch keine USB-Sticks da einfach in den Basis-Client reinstecken können. Also sie können das schon, aber dann passiert nichts. Der muss explizit freigegeben werden, ja, mit iSerial und Vendor-ID. Wenn der nicht freigegeben ist, dann können die da auch keine Viren, die es ja für Linux sowieso eher wenig gibt, irgendwie einschleppen. Also unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten ist das schon relativ gut. Wobei die Stadt auch sagt, wir möchten überhaupt keine Verschlüsselung innerhalb unseres Stadtnetzes. Dann können wir es natürlich nochmal ganz sicher machen, aber das wollen sie gar nicht haben. Dann können sie ja nicht gucken, was da passiert. Also Sicherheit wird manchmal groß rausgeschrien und wenn man da mal hinguckt, die haben noch nicht mal einen Virenscan auf ihrem Mail-Server. Naja, egal. Okay, dann vielen Dank. Dann mache ich jetzt eine Minute vor 11 Schluss.